Herzlich willkommen, mein Name ist Markus Oppitz und ich begrüße dich zu meiner allgemeinen Einführung ins Programmieren. Wir sind jetzt hier bei der 10. Lektion und schauen uns hier etwas Typisches für die menschliche Kommunikation an. Wir Menschen sind nicht darauf angewiesen, dass wir uns nur schriftlich austauschen. Das heißt, wenn wir uns schriftlich austauschen, kann es zu bestimmten Kommunikationsschwierigkeiten kommen. Man sieht hier ein schönes Beispiel aus Wikipedia, wo jemand etwas in einer Suppenküche bestellen möchte, in einer chinesischen oder ja, japanischen Suppenküche, das kann ich von hier aus nicht beurteilen. Und da sieht man schon, es wird hier, weil die Menschen eben nicht sich sprachlich austauschen können, das können beide vielleicht nicht chinesisch oder nicht englisch oder was auch immer, so ist man darauf angewiesen, vielleicht mit der Zeichensprache zu arbeiten. Es wird ja angezeigt, dass hier zweimal ein bestimmtes Produkt, ein bestimmtes Essen, eine bestimmte Suppe, was auch immer bestellt werden soll. Man sieht schon, dass wir Menschen in unserer Kommunikation sehr viele Möglichkeiten haben, uns auszutauschen. Aber selbst hier gibt es bestimmte Gesetze, bestimmte Regelmäßigkeiten, die man einhalten muss. Es muss beiden klar sein, was diese Zeichensprache bedeutet. Wir vermuten mal, dass es hier irgendwie zwei bedeutet und dass diese zwei Finger, die hier angezeigt werden, nicht irgendwie drei, vier oder fünf bedeuten. Und genauso, wenn nicht sogar noch wichtiger ist es, wenn man mit dem Computer kommuniziert, also einen Computer programmiert, dass man hier ganz genau die Gesetze einhält, die der Computer benötigt, um unsere Aussagen zu verstehen. Das heißt, dass wir unseren Algorithmus so eingeben, dass der Computer uns gut versteht. Und dann müssen wir eben die Gesetze der Kommunikation des Computers auch gut verstehen, um eben auch eindeutig unseren Algorithmus, den wir uns ausgedacht haben, mitteilen zu können.